Huhu, da bin ich wieder. Und zwar, Moment, ich muss auch noch mal die Lichtverhältnisse erstmal klären. Und mit meiner Frisur. So, ich glaube, so geht's, oder? Also, ich war am Samstag auf dem Flohmarkt. Ich habe mein Söhnchen weggefahren. Moins, ne, tränt ja die letzte paar da so. Also regnet die letzten paar Tage so bei uns. Und da fahre ich dort vorbei und sehe, dass die um 7 Uhr schon der Flohmarkt, also alles aufbaut, so, ne? Oh, habe ich gedacht, um Rickwäsch gehe ich mal gucken, ne? Katastrophe, Katastrophe. Ich bin dort schon in den Hof drin und habe geguckt und da habe ich gesagt zu ihr, da habe ich schon mal gewusst, das hat dann nochmal scheiße war, dass ich jetzt halt gemacht habe. Ja. Die hat nämlich offensichtlich ein Deko-Geschäft entrümpelt, ne? Keine Ahnung, wie auch immer die da zur Hand habe, ne? Wie die an das ganze Zeug kommt. Also so wie ich das dann gehört habe, wie sie dann mit jemand anderem gesprochen hat, hat sie wohl gesagt, das wäre Deko-Geschäft gewesen, ne? Ich zeige euch mal jetzt gerade, was ich mitgeholt habe, weil dann kann ich nämlich alles wegräumen. Das steht nämlich hier in so einem Korb, den ich auch noch dort mitgeholt habe. Also als erstes habe ich dann da mitgenommen. Ne, da ist dann der Oberablauf und die Schublade da. Und guck mal, ist es nicht toll? Das hat mir direkt ganz gut gefallen. Ne? Das stelle ich jetzt gleich schon hier dran, aber zuerst wollte ich euch mal zeigen. Mein Gott! So, warte, ich stelle es mal vor mich. Moment. Meine Güte. So. Dann habe ich hier von Lok & Lok den Container da. Ihr wisst ja, Lok & Lok, ne? Ist gut die Marke und die gibt's. Also die habe ich mir vorher immer bei QVC. Bei QVC bestellt. Ja. Kann ich hier zum Beispiel ja, Salat oder irgendwas drin machen oder Süßigkeiten oder Chips und so Sache halt, ne? Und dann ist dann praktisch so Transportbox da davor, ne? Aber ich denke ja, das ist eher für so. Ja, so kann ich auch runterbringen für eine Spülmaschine. Aber wie gesagt, ich wollte euch das zuerst mal zeigen, ne, damit ihr sehen, was ich da nochmal alles gesagt habe. Dann habe ich da doch mitgeholt. Und zwar nur, ach, ich bin ja auch manchmal so blöd, ne? Wie den Herzanhänger, ne? Da war auch so Herzanhänger dran, ne? Die haben dann so da drunter gehängt. So sehen die aus, ne? Genau. Und dann kann man aber hier auch so Karte drin stecken, ne? Und so. Das ist cool, ne? Also eigentlich wollte ich das Herz nicht haben, ich wollte nur die Herz ja, wo da dran sind, ne? Sorry. So, dann habe ich eine ganz tolle. Das ist natürlich umgefallen, ne? Den Picknickkorb da mitgeholt. Huch. Warte. Ich zeige es euch mal. So. Ist es nicht süß? Weißt, das kann man ja auch so da hinstellen. Kann das so offen da hinstellen. Ach Gott. Ach, da sind ja noch Messerschere drin und Plastikbesteck. Was ist denn da in der Tüte drin? Ich habe noch gar nicht geguckt. Oh, noch eine Reibe. Also, da sind Sachen drin, die habe ich noch gar nicht gesehen, ne? Genau. Das. Dann. Das muss ich euch mal zeigen, ne? Ach, da ist jetzt noch eine Drucke. Ne? Da ist eine Hülle von so einem Notizbuch. Und guck mal, wie toll das ist. Ne? Da ist so. Aber das ist noch klitschnass. Ne? Also, das fühlt sich noch ganz nass an. Das war total durchnässt. Ne? Das hat in so einem Behälter drin gestochen, wo komplett voll geregnet war. Ne? Da hat das dort drin gestochen. Ich habe das nur da rausgezogen, weil ich das noch gesehen habe. Den Anhänger dort dran. Ich zeige es euch mal gerade. Ich habe nämlich dahin gelegt, dass er trocknet. Und das ist das Büchlein, wo da drin war. Guck mal, wie toll. Na, und da war noch ist der Anhänger dort dran. Und dann kann man das halt so zubinden, ne? Praktisch irgendwie. Na, also das war dann so da drum. Und das ist, ich muss jetzt sagen, ne? Die Seiten sind zwar noch ein bisschen feucht, aber super, oder?
sind nicht so in Mitleidenschaft gezogen wie der Rest halt. Ich fand das jetzt da liegen, dass es trocknen kann. Weil mir das so gut gefallen hat. So, ich schneide das mal nochmal dahin, dass es weiter trocknen kann, weil es ist noch ein bisschen feucht, ne? Das war wirklich triefend. Das hat wirklich komplett im Wasser gestochen, ne? Ja, dann ich fand's müsse han. Und dann habe ich dann eine Korto gefunden. Also in der Kamera sieht man jetzt die Farbe nicht so. Das sind so Neongrün, ne? Und Neon Pink halt, ne? Und der ist wie neu. Guckt euch das mal an, ne? Also das ist gar nichts dran. Den habe ich dann dort gefunden und habe direkt mit vollstopfen. Und das gucken wir jetzt mal gemeinsam, weil in meinem Wahn habe ich einfach alles zurückgestopft und habe es auch nicht rausgeholt bis jetzt, weil ich euch jetzt erst mal zeigen wollte. Ich habe das nagelneue Buch da, Notizbuch da, wie gesagt, original verpackt, habe ich dort gefunden. Dann noch hier eine Box, die muss ich dann auch gleich mit runterholen, von Tupperware. Ne, also man sieht schon, dass das nämlich neu ist. Ne? Also das ist ja schon klar. Ne? Also und die sieht dann so aus. Ne, da ist dann doch so Trennding da drin. Und da dann kann man dann noch etwas drunter machen. Was weiß ich, Obst zum Beispiel. Ne? Da Schmier, also Brot und was auch immer. Ne? Hm. So, die dann. Oh. Das erste, was ich gefunden habe, wie ich auf den Flohmarkt draufgegangen bin, war das da. Ist ja nicht toll. Guck mal. Ne, also ich bezweifle aber, dass er noch... Oh, der leuchtet sogar noch. Leuchtet er jetzt noch oder nicht? Warte mal. Tatsächlich, der leuchtet noch. Sieht man jetzt gar nicht, ne? Ja, da oben sieht man ein bisschen. Warte, ich mach's nochmal aus. Siehst du? Hätte ich nicht gedacht, weil der hat auch voll im Wasser gestanden. Ja, also hat die ganze Zeit echt drauf geregnet. Ne? Genau, und der ist so schön. Den habe ich auch mir so mit Holle. Ne? Aber der ist noch nass. Da läuft gerade das Wasser raus. So. Und dann habe ich das da gefunden. Wie gesagt, die hat wohl Deko-Geschäft leer gemacht. Ne? Ich mache das jetzt mal ab, weil das brauche ich nicht. Warte mal, ich mache das mal auf. Ein Lumamo. So. So, guck mal. Ist das nicht toll? Vor Weihnachten. Also, das fand ich jetzt so richtig süß. Na, also, braucht man ja nicht mal, kann man auch für den Winter, ne, hinstellen. Das ist jetzt nicht nur pures Weihnachten, ne? Dann habe ich den da gefunden. Guck mal, da klebt unten noch ein Schildchen dran. Ab. Guck mal. Ist es nicht toll? Oh, ich fand das so putzig. Und da hätte ich auch noch das zweite davon gefunden. Da, guck mal, die kann man dann so hinstellen. Sind sie nicht toll? Ja, die fand ich richtig schön. So. Ach, guck mal, das ist ein bisschen anders da. Guck mal, der hat die Band zusammen, der hat so auseinander. Ah, und das ist mir alles gar nicht aufgefallen. Ich habe die gesehen, die haben so schön ausgesehen und die waren noch ganz heil. Und die haben in so komplett in so Kaste drin. Also da muss man sich wirklich durchwühlen, ja, dass man dort rankommen ist, ne? Dann habe ich den Osterhasler. Da hängt noch ein Schildchen dran. Scheinbar, ne? Das, wie gesagt, war so Geschäft, ne? Da guckt mal. Noch ein Osterhas. Also da muss ich alles ein bisschen abwäsche, ne, und so, dass halt alles nochmal ein bisschen schön aussieht, ne? Genau. Aber toll, ich war so begeistert. Dann habe ich noch den Lor gefunden. Klotzt mal, wie süß. Und guck mal, da ist gar nichts dran. Ne? Der war toll. Also, oh, schön. Toll, total schön. Und dann noch den Lor. Da hängt noch ein bisschen Zeug dran. Wie gesagt, muss ich jetzt alles erstmal sauber machen. Ne? Das ist ja, wie gesagt, habe ich aus der Kasche dort rausgekramt. Ne? Das war schon Schwerstarbeit. Deswegen habe ich mal ein bisschen den Korb schnappe. Weil, ja, so viel habe ich gar nicht in die Hände gekriegt, wie ich doch plötzlich schon drin hatte. Ne? Dann
Hätte ich mir noch das doch mitgeholt. Also eigentlich bin ich jetzt nicht so Weihnachtsdeko-Freak, ne? Aber guckt mal, jetzt mal ernsthaft. Das ist ja wohl toll, oder? Ne, hinten dran kann man Licht hier stellen. Sau schön. Ja, da steht noch. Da stehen Preise drin. 4,10 Euro, 3,99 Euro. Keine Ahnung. So. Dann habe ich das da aus dem Karton rausgefischt. Guckt mal, wie süß. Da ist ja noch gar nichts dran. Ne, das sieht ja aus, als hätte es noch nirgends gehängt. Ne? Also wäre es noch wie neu. Also habe ich mir so mit Tolle, klar. Ne? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Mir darf meine zugucken, ne? Weil ich stelle mal alles in Sacke. Dann habe ich die vier. Ihr höre schon, das ist Metall. Für Lichtscheren zu machen. Na, also die hat wahnsinnig viel Weihnachtsdeko-Zeug, ne? Ja, die habe ich dann noch mitgeholt. Ich stelle mal gerade auf die Seite. Dann, oh, das fand ich jetzt auch schön, ne? Also eigentlich bin ich jetzt hier nicht so extrem. Ach, die hat schon die Arme abgerissen, oder was? Ach Gott. Ja, das hat mir aber so gut gefallen, habe ich mir so mitholen. Guck mal. Na, das kann man jetzt so abmachen noch. Also das muss man auch erstmal sauber machen. Das hat. So sieht man, ne? So hat das da im Regal gestanden. Das mache ich nochmal schön. Ich habe aber nicht gesehen, dass die Arme ab sind. Guck da. Aber egal. Das gefällt mir gut. Schön. Also finde ich so schön, ne? Genau, dann kann ich noch das da. Das Loch gefunden. Also da war extrem viel Weihnachtszeug, wie gesagt, und alles. Und alles, wie heißt das? Schon vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. Kann immer nicht wichtig gewesen sein, ne? Dann habe ich mir noch das Dome mitgeholt. Das ist so Deko-Anhänger. Und dann ist extra noch Duftöl dabei. Was steht da drauf? Duftfigur zum Hängen. Ja, fand ich auch ganz toll. Ja. Ach, ich habe nochmal wüst zugeschlagen. Wüst zugeschlagen. Und dann, da muss ich euch zum Schluss zeigen. Gott, oh mein Gott. So, ja. Ich schwätze den ganzen Tag nicht so viel. Dann bin ich immer am Räuspern, wenn ich mit euch schwätze. So, das Loch war da in dem Tütchen drin. Na, Sparschäler. Nagelneu. Kann man, wie gesagt, Männer ist, glaube ich, kaputt, so wie das aussieht. Der schneidet nämlich nicht mehr so gut. Dann hier so Zahnstocher in so einem. Ach Gott. Was ist das, Loh? Warte mal, lass mich mal gucken. Oh, guckt mal, ist so. So Transportding, da dann den Zahnstocher nach vorne befördert. Lomo. Wenn man das dann drin macht, oder? Ist das so? Rafa, was ist das? Das sind Zahnstocher, ne? Die Mutti hat noch mal Ahnung. Oh, das ist auch noch nass. Genau, so, das. Dann habe ich echt einen Glücksgriff gemacht. Ich muss das noch mal aufmachen. Die Dinger, Shallow. Na, ihr wisst ja, dass ich im Moment mit den Melting Wachsmelz-Dinger, Shallow, ganz bekloppt bin. Und die ganze Dinger, Licht, Shallow, sammle, ne? Warte, ich mach das doch mal gerade auf. Ich habe drei da davon. Ne? Also, wie gesagt, das war wohl so Geschenke geladen oder was auch immer das war jetzt vor, ne? Oh, das riecht. Na, Oma. Oh. Das riecht nach Oma. Also, das ist also jetzt nicht. Wie mehr Oma. Geruch hat, so riecht das. Ist dann der, ist schon so Wachsmelt-Ding da drin. Die Kerze unten ist festgeklebt. Muss ich erst mal gucken, dass ich das nochmal abkriege. Aber das ist wahrscheinlich, dass das nicht in der Tüte rumflattert, ne? Na, da ist jetzt so fliederfarbener Lichtschi-Ding da.
Warte, ich muss das noch auf die Seite stellen. Dann habe ich hier noch eine in so einem Türkis. Ach, Wachsmalz schon drin. Komm, ich mach's auf. Ich will jetzt wissen, wie es riecht. Oh, da riecht aber so schön, ne? Und jetzt ist natürlich schade, dass man etwas, wo, was das für Wachsmalz sind, ne? Na, ich mach das noch ab. Auf. Oh, das riecht, ach gut, das riecht wie so, da gibt's so Seife. So riecht das. Genau, bei manchen Leuten habe ich das schon mal im Badgeruch, die Seife. Wow. Guck mal, wie schön die Dinger hier sind, ne? Oh Mann, ich freue mich richtig, ne? Ich habe die gesehen, so, weißt du, so, und dann auch so eins in so einem, so einem, keine Ahnung, beige-mäßig ist das Leute jetzt eher so. Warte, mach das mal auf. Ja, das ist Vanille. Vanille rieche ich gar nicht gerne. Also ich weiß gar nicht warum. Da gibt es ja so viele verschiedene Sorte Vanille. Also Vanille rieche ich gar nicht mehr gerne. Nee. Also das ist überhaupt gar nicht meins, ne? Das ist auf jeden Fall Vanille. Wenn ich so Gesicht ziehen muss, das ist richtig eklig da dort. Also für mich jetzt, ne? Nicht eklig, sondern abstoßend, ne? Ich finde den Geruch überhaupt nicht gut. So. Oh. Das ist. Oh. So, das Highlight für mich. Ach nee, warte. Da habe ich noch so kleine Brille gefunden. Die habe ich auch noch mitgeholt. Ist das nicht schön? Na, also vor so dekomäßig da irgendwie da rum so. So. Das war es jetzt alles bis auf das Highlight. Also was ich als Flohmarkt-Freak als Highlight empfinde. Ne? Also hier haben wir noch so Marie-Bilder so praktisch. Ne? Und dort denke ich ist Spanisch. Ich glaube, das ist Spanisch. Das sind hier noch so Zettelchen drin. Die will ich mir, also da habe ich schon gesehen. Das habe ich mal schon ein bisschen näher betrachtet, weil die Bücher oben drauf gelegt haben. Das will ich mal inlaminieren, ne? Das finde ich super schön, ne? Finde ich ganz toll, ne? Und das, da liegt dann auch ein Blatt. Scheinbar ist das irgendwo rausgefallen. Das ist altdeutsche Schrift, ne? So. Ich zeig's euch jetzt. Wart, Moment. Also, wow, die sind uralt. Guckt euch das mal an. Ist das nicht der Hammer? Steht da was drin? Guckt mal. Also das ist alles auf Altdeutsch geschrieben. Ganz toll. So schön. Lut euch das mal an. Das ist wirklich uralt, ne? So was finde ich hier so richtig toll, ne? Da geht mir ja richtig Herz auf, ne? Und ich hole auch dann nur so was mit, ne? Also wenn da jetzt Gebetbuch leid, wo neue ist, wasch, wo jetzt nicht so alt ist, soll ich nicht mit. Guck mal. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Oh, ich bin so begeistert. Andenken an dich. An die. Ah. Andenken an die heilige Firmung. Ne? Und die riecht auch alt. Und das ist alles, wie gesagt, auf Altdeutsch geschrieben. Guckt euch das an. Ich finde das der Hammer, ne? Ich bin da total begeistert, ne? Dann das da. Oh! Das war mir noch runtergefallen. Ist es nicht ein Traum? Guckt euch das mal an.
Das ist jetzt noch nicht, also ich finde jetzt von den Blättern, guckt euch das an. Ich bin total begeistert. Und dann, oh, da fällt alles raus. Ach du liebe Güte. Das da. Ja, also das ist jetzt noch nicht so vergammelt. Also was heißt so, nicht vergammelt. So, alt. Das Enzian vorne drin, Lumo. Also, guckt mal. Und das sind dann, das hat meine Oma auch, sind dann lauter so kleine Zettelchen, Mariebildchen und Zeug drin. Ich weiß nicht, oder Sammelwaren von denen oder so. Ja, da auch. Da. Und da. Also eigentlich, ne, wollte ich ja das Papier aus deine Dingerscherlo, also aus deine Gebärdbücher, das sind ja Gebärdbücher. Also bei uns nennt man die Gebärdbücher, ne? Oh, fällt nochmal raus. Warte mal, was steht denn da? Andenken an die Wallfahrt 19. In Wien. Aus Wien. Krass, ne? Genau, eigentlich wollte ich die Halle, was wird dann noch von so Seite rauszuholen. Da ist, ich wusste doch, dass ich so Sachen kenne, ne? Aus meiner Kindheit. Meine Oma und meine Mutter, also solange wie meine Oma noch gelebt hat, hat die mich immer mit in die Kirche schleppen, ne? Also jeden Samstag oder Sonntag habe ich müsse mit in die Kirche, ne? Und da habe ich überhaupt kein, als kleines Kind, ne? Da habe ich einfach keinen Bock drauf, ne? Ne? Da hast du keine Lust, ne? Und wenn ich samstags nicht mitgegangen bin, habe ich müsse sonntags aufstehen, ne? Und dann müsse um 10 Uhr in die Kirche. Und da haben dann die Zettelchen da gelegt. Oh, da steht jetzt, ne, das ist also so, an. Er war geboren 2. September 1888 und verschied nach langen, schweren Leiden am 27. Jänner 1968 in St. Jakob. Wow. Wow. Oder? Hä? Der Zettel ist älter wie ich. Ich bin 72 geboren und der Mann ist 68 gestorben. Geil, oder? Ich bin total begeistert. Ja, ich weiß, das ist nicht jedem sehr Sache, ne? Aber für mich ist das jetzt zum Beispiel das, was auf so einem Flohmarkt das Interessante auch ist, ne? Dass man auch so alte Sache, also so extrem alte Sache findet. Und wie gesagt, ich holle die alten Bücher eigentlich, oder hammer die eigentlich nur geholt, mit dem Gedanke, da so ein paar Seiten rauszutrennen und die zu verbasteln, ne? Aber wenn ich jetzt die Bücher so sehe und jetzt gerade die Todesanzeige da, ne, also was dann in der Kirche ausliegt, dass die Leute, die die Kirche besuchen, da Zettelchen da mithole können, damit sie was in der Hand haben. Also dass sie wissen, wann ist der geboren, wann ist der gestorben. Ne? Und dann ist noch ein Bild von dem Mann da drin. Ne? Und das ist der Hammer. Das ist einfach. Ich könnte euch ja einfach mal das Bild zeigen, oder?
Weil der ist, weißt du, das ist so lange Zeit, ne? Ich tun euch den Namen nicht zeigen, aber guckt mal. Das ist doch der Hammer, oder? Das ist doch cool. Ach toll, es ist einfach so toll, ne? Genau, das war jetzt mein Flohmarkt-Haul, wo ich da jetzt wirklich nochmal wahnsinnig und bevor nochmal jemand fragt, die Preise, da gibt es keine Inselpreise. Ich sammle das Zeug in, schmeiße das in den Korb, dann gehe ich zu ihr hin und sage zu der, so, machen wir mal Preis. Und dann macht die mir Preis. Dann bezahle ich keine einzelne Sache. Das, ne, weil öfters, genau unter jedem Flohmarktvideo fast, steht, ich soll Preise nennen. Was für Preise? Ich sah in jedem Video, oder fast in jedem Video, was es kostet hat. Ne? Der komplette Preis. Weil ich keine einzelne Sache da kaufe. Ich mache das alles zusammen. Ne? Und dann sage ich, komm, mach mal Preis, ne? Und dann sagt die mir den Preis, ne? Und für das ganze Gedöns da habe ich 12 Euro bezahlt. Na, für alles zusammen. Mit dem Korb, mit dem Ding, mit dem Lock and Lock, mit dem Tupperware, mit der ne ganze Dekosache zusammen 12 Euro. Auch habe ich noch etwas mitgeholt, weil ich jetzt noch mal nicht weiß und nachher noch mal. No. Ist ja scheißegal. Ne? Aber wie gesagt, ich habe euch ja schon mal gesagt, ne, die Frau, die steht morgens, wie gesagt, um 7 Uhr bei Wind und Wetter da draußen. Und ob ich jetzt. Ja, ich finde das toll. Da gibt es so schöne Sachen und das hat alles Charakter. Ne? So, wie gesagt, die Bücher da, die muss ich mir nachher noch mal in aller Ruhe durchgucken. Das finde ich einfach so wahnsinnig schön. Ich bin total begeistert, ne? Wie gesagt, die andere Sache, ach, die Duftdinger, wie, als ob sie für mich da hingelegt worden wären, ne? Wie gesagt, das wollte ich euch jetzt zeigen. Ich hoffe, euch geht's all gut. Wir haben immer noch mal, wie heißt das, kein Internet gehabt, eine Katastrophe. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.